2018 liegt hinter uns, ein Jahr voller Höhen und Tiefen. In der Gemeinde Ahrntal haben wir Historisches erlebt. Führungslos zu sein, gesteuert vom Landratsamt Bayreuth, das muss man erst mal hinbekommen. Selbst in Würzburg waren wir im Gespräch gewesen und das jetzt nicht unbedingt im positiven Sinne. 2019 muss das anders werden. Wir brauchen wieder Ordnung und Ruhe. Wir brauchen bei den vielen bevorstehenden und liegen gebliebenen Aufgaben ein ordentliches Projektmanagement. Jeder Einzelne in der Gemeinde muss sich so gut informiert fühlen, dass er wieder Vertrauen in den Gemeinderat und in das Amt des Bürgermeisters bekommt. Ein Weiter-so darf und wird es mit mir nicht geben. Ich möchte, dass wir wieder mehr miteinander als übereinander reden. Nur im sachlichen Diskurs können wir alle gemeinsam Ziele so erreichen, dass wir wieder positiv in die Zukunft blicken können. Nur durch Fairness, einen guten Umgangston und guter Informationspolitik können wir erreichen, dass wir wieder ernst genommen und auch verstanden werden. Ich komme aus einer sehr engagierten politischen Familie. Mein Vater selbst war über 12 Jahre in der Kommunalpolitik als Stadtrat tätig. Ich bin seit 20 Jahren politisch aktiv in zweiter Reihe und konnte in der Zeit ein großes politisches Netzwerk so aufbauen, dass es unserer Gemeinde mit Sicherheit zugutekommen wird. Ich gebe auf meinen Infoveranstaltungen jedem Einzelnen die Möglichkeit, mich dann auch näher kennenzulernen. Gib dem Neuen eine Chance. Nicht, dass es am 18. Februar nach der Wahl dann zu einem Erwachen in Katerstimmung kommt, so wie es vielleicht bei manchen heute nach Silvester der Fall ist. In diesem Sinne wünsche ich allen ein erfolgreiches und gutes Jahr 2019. Herzliche Grüße, euer Florian.